Heute schauen wir uns die Sheppard CSP 5300 Benzinkettensäge ein bisschen näher an. Ein echt interessantes Gerät für alle, die im Garten oder im Wald eine Hand anlegen möchten. Was die so drauf hat und ob sich's lohnt, packen wir jetzt aus. Also die Sheppard CSP 5300 Benzinkettensäge, mit der habe ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt. Und ich sag euch, die hat was. Erstmal, die Power ist der Hammer. Ein 53 Kubikzentimeter Zweitakt Benzinmotor, der zieht durch, sag ich euch. Und dann das Pro-Cut-Schwert mit 20 Zoll, also 51 cm, da geht was. Aber jetzt kommt's. Die ist nicht nur stark, sondern auch saubequem. Dank dem Antrieb-Vibrationssystem spürst du den Motor kaum in den Armen, selbst wenn du länger am Stück arbeitest. Das ist echt ein Segen, weil wer will schon nach dem Holzhacken aussehen, als hätte er einen Marathon gelaufen. Und dann die Kettenschmierung, die läuft automatisch. Du musst also nicht ständig dran denken, das Öl nachzufüllen. Kannst dich voll auf Sägen konzentrieren. Und wenn die Kette mal locker wird, kein Problem. Mit dem Kettenschnellspannsystem ziehst du die ruckzuck nach, ganz ohne Werkzeug. Die Flexibilität ist auch top. Weil es eine Benzinkettensäge ist, bist du nicht auf Strom angewiesen und kannst überall ran, wo du musst. Ob im Garten, im Wald oder sonst wo, die CSP 5300 ist immer dabei. Und dann ist da noch die Sicherheit. Der große Krallenanschlag und die blitzschnelle Kettenbremse, das gibt dir ein sicheres Gefühl, auch wenn es mal wilder zugeht. Also ob du nun Brennholz machst, Bäume fällst oder in Ast ist, mit dieser Säge bist du gut unterwegs. Also ich habe mir ein bisschen angeschaut, was die Leute so sagen über unsere Sheppard CSP 5300. Hier mal kurz und knackig, was rausgestochen ist. Was nicht so prall ist, Vergasereinstellungen nachjustieren. Und jetzt zu den Highlights. Automatische Kettenschmierung, Antivibrationssystem, schneller Kettenstopp, starke Leistung. Klingt, als ob das Teil echt was kann, aber bei manchem vielleicht erst nach ein bisschen Feintuning so richtig in Fahrt kommt. So, das war's von meiner Seite zum Sheppard CSP 5300 Benzinkettensäge. Wenn euch interessiert, was das Schätzchen kostet, findet ihr die Links direkt unterm Video. Ich bin gespannt auf eure Meinungen, also haut in die Tasten und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bald gibt's mehr von mir, vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.